Heute ist der 26. Juli 2017. Ich habe gerade ein Video gesehen und darunter zahlreiche Kommentare, die einen wirklich sprachlos machen. Nun halte ich ja vom deutschen Staat und auch so von der Welt nicht wirklich viel, bin da aber vorsichtig mit diesen ganzen Chemtrails und so. Wüsste jetzt aber auch nicht unbedingt, was dagegen spricht, dass man gegen eine gewisse Bankenfamilie, Bankengruppe sein sollte, weil die vielleicht alles beherrscht. Bin jetzt aber nicht so halt der extreme Freund von Verschwörungstheorien. Aber grundsätzlich sehe ich das auch so, dass halt man als normaler Bürger komplett verarscht wird. Jedenfalls ist es so, hier ging es in dem Video, im Beitrag um einen schwer krebskranken Mann, der angeblich nicht mehr geheilt werden kann, laut Ärzten. Und dann, das habe ich zugegebenermaßen das erste Mal gelesen, irgendwann ist ja immer das erste Mal, gab es da zahlreiche Kommentare von verschiedensten YouTube-Nutzern unter diesem Video, die geschrieben haben, dass halt unter anderem Methadon und noch ein paar andere Heilmittel, aber immer wieder Methadon hilft gegen Krebs, ja, also wahrscheinlich auch hundertprozentig hilft, außer vielleicht erst wirklich schon im Endstadium, und Cannabis und noch ein bisschen was anderes. Und das ja auch insgesamt sehr, sehr günstig ist, Methadon, sonst wäre das ja auch nicht so ein Ersatzstoff für viele Drogen. Also Methadon soll wohl bei Krebs generell helfen. Ja, aber dass die Pharmaindustrie, die verschweigt das. Also somit auch alle Apotheker und Ärzte. Oder fast alle. Weil das halt so günstig ist und zum Beispiel diese Chemotherapien, die in meinen Augen gar nichts bringen, die einfach nur den Körper auszehren und eigentlich alles nochmal schlimmer machen. Dadurch verdienen die Krankenkassen und Pharmaindustrie viel mehr Geld. Und deswegen wird das verschwiegen. Also es das heißt, es gibt grundsätzlich wohl ein Heilmittel gegen Krebs oder gegen die meisten Krebsarten. Unter anderem Methadon. Es wird aber bewusst aus Gründen der Gewinn-, Finanzoptimierung von der Pharmaindustrie verschwiegen. Das ist das, was ich jetzt aus dem Video mitgenommen habe. Und wenn das so wäre, wäre das natürlich extrem krank. Also dann wäre das ja so, dass die Pharmaindustrie Leute, Patienten mit Krebs bewusst sterben lässt, obwohl sie wissen, es gibt einfache, günstige Heilmethoden dagegen, zum Beispiel Methadon. Aber gerade weil es so günstig ist, verdient da die Pharmaindustrie wenig dran. Weniger als wenn sie die Leute in eine Chemotherapie schicken, wozu die ja nicht verpflichtet sind. Tja, und lassen die Leute dann verrecken, obwohl wahrscheinlich jede Krebsart heilbar ist. Wenn das stimmt,